Ja, ich bin tatsächlich am Wahltag im Urlaub, das habe ich ganz toll gelegt. Aber zum Glück gibt es einige Möglichkeiten, jetzt schon vorab zu wählen, unter anderem hier. Nämlich im Briefwahlzentrum des Statistischen Landesamts Bremen. Einfach online einen Termin machen, Personalausweis und Wahlbenachrichtigung dabei haben. Wollen Sie hier wählen oder zu Hause? Ich möchte gerne hier wählen. Hier bekomme ich nämlich meine Briefwahlunterlagen. Bevor ich meine Kreuzchen setze, spreche ich mit Martin Kesper vom Statistischen Landesamt. Wer nicht am 14. Mai in den Wahllokalen wählen gehen kann oder möchte, kann auf viele Weisen Briefwahl beantragen. Wir haben natürlich die klassische Möglichkeit mit der Post und dann haben wir die Möglichkeit, das auch online zu machen. Zwei verschiedene Wege, einmal direkt über unsere Homepage und eben über einen QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung ist. Dann muss man nur sein Geburtsdatum eingeben. Dann haben wir die Möglichkeit, uns auch eine E-Mail zu schicken und eben die persönliche Antragstellung hier und an vier weiteren Orten im Stadtgebiet. Das Wichtigste bei der Briefwahl, die Stimmzettel müssen in die richtigen farbigen Umschläge gesteckt werden und alle Dokumente müssen vollständig abgegeben werden. Wie der Umschlag zum Wahlamt kommt, fasst dieses Erklärvideo vom Statistischen Landesamt zusammen. Es wird keine Briefmarke benötigt. Achtung! Der rote Briefumschlag muss bis 18 Uhr am Wahltag beim Wahlamt angekommen sein. Sonst kann er nicht mehr für die Wahl berücksichtigt werden. Das Versandrisiko tragen die Wählerinnen und Wähler. Ich mache meine Kreuzchen jetzt direkt vor Ort in der Wahlkabine. So, ich habe meinen Umschlag. Den muss ich jetzt auch gar nicht zur Poststelle bringen, sondern den kann ich direkt bei Ihnen hier reinwerfen. Genau, ne? Richtig. Super. Sie haben den blauen und den gelben Umschlag in den roten fest verschlossen. Habe ich gemacht. Sehr gut. Der Wahlschein ist auch mit drin? Habe ich auch gemacht. Dann ist die Stimme hoffentlich gültig. Das hoffe ich auch. Und zack, schon ist meine Briefwahl abgeschlossen. Bis zu 1000 Menschen haben bei der letzten Wahl täglich diese Möglichkeit genutzt. Herr Kesper zeigt mir nun den Raum, in dem die Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag verwahrt werden. Und da gibt es eine kleine Überraschung. Hier sind jetzt unsere Briefwahlurnen. 302 Stück. Also Urnen habe ich mir nicht wie Mülltonnen vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber die sind sehr praktisch. Praktisch und vor allem sicher. Die Briefe werden hier nach einem Kennnummerprinzip auf die zugehörigen Stadtteile verteilt. Dabei darf ich sogar heute etwas helfen. 23 rote Briefwahlbezirke und 52 normale Urnenbezirke werden am Wahlsonntag zuerst ausgezählt für die erste Hochrechnung. Das ist eben von unserer Mathematikerin berechnet worden, welche Bezirke das beim letzten Mal waren, die das Wahlergebnis gut wiedergespiegelt haben. Und die haben wir jetzt als Hochrechnungsurnen ausgewählt. Dann hat man schon mal eine erste Tendenz. Beim letzten Mal hat das sehr, sehr gut gepasst. Bin ich mal gespannt. Auf die zweite Nachkommastelle. Ach, Wahnsinn. Ganz schön viel Mathe und ganz schön viel Aufwand. Die normalen Urnen kommen dann erst am 14. Mai zum Einsatz. Bis zum 12. Mai um 18 Uhr kann die Briefwahl beantragt werden. Für ganz Kurzentschlossene ist das hier sonst auch noch ein Tipp. Das ist der Briefkasten vom Statistischen Landesamt. Der wird am Sonntag, den 14. Mai um 18 Uhr zum letzten Mal geleert. Die Briefe, die dann noch da drin sind, die gehen dann noch in das Auszählzentrum und werden dann noch mit ausgezählt. Oder die Bremer und Bremerinnen machen es so wie ich, kümmern sich rechtzeitig, wenn sie nicht da sind, oder gehen am 14. Mai einfach ganz normal an dem Wahltag wählen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.